Hi, mein Name ist Melcher von der Conti Steuerberatung und ich schaue regelmäßig mal bei Mr. Beast vorbei und schaue mir auch seine Videos an. I don't care how long this takes, whichever one of you leaves last wins half a million dollars. Was ich mir als jemand aus der Steuerberatung natürlich da immer frage, ist, wie sieht wohl seine Buchhaltung aus? Und ich glaube tatsächlich, dass seine Buchhaltung spektakulärer und abenteuerlicher aussieht als seine Videos. Wenn du seine Videos kennst, weißt du, dass der wirklich abgefahrene Ideen hat. Zum Beispiel hat er komplett Squid Game nachgebaut. Every single set from Squid Game in real life. And whichever one of these 456 people survives the longest wins 456 grand. Oder er hat $1 Million in so eine Box gepackt und dann sind Leute hingegangen und der Letzte, der diese Box loslässt, der durfte das Geld behalten. Now before we get too far, I wanted Chandler to give you guys a motivational speech. He can just fill you in on how you'd feel if, you know, you don't win. What happens is you get a feeling of regret and sadness and then it never goes away. So don't lose. Sein letztes Video war ein Video, wo er für 1000 Menschen die Augen-OP bezahlt hat. Oh my God, you are so beautiful! Wow! Thank you, Mr. Beast. Thank you. Das heißt, da ist wahnsinnig viel, wirklich spektakulär viel Geld im Umlauf. Und die große Frage ist, kann man das Ganze irgendwie von der Steuer absetzen und was macht das alles in der Buchhaltung? Und ich habe dazu interessante Videos auf YouTube gefunden und ich dachte mir, die schauen wir uns einfach mal zusammen an und ich reagiere darauf, kann vielleicht noch zusätzliche Informationen dazu geben und so weiter. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle aber, Mr. Beast hat seinen Sitz, also seinen Geschäftssitz und seinen privaten Wohnsitz in den USA. Ich bin kein Experte für US-Steuerrecht. Das heißt, ich gucke da vielleicht drauf und habe vielleicht auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen, wie so das System in dem Steuerrecht ist, bin aber, ich würde mal sagen, qualifizierter Laie und absolut kein Profi, was das Steuerrecht in den USA betrifft. Das erste Video ist ein Interview mit Mr. Beast, wo er selber seine Situation einschätzt und beschreibt, wie sich das Ganze verhält. Bro, what are your taxes like? Because you give away so much money. Yeah. I hope that that's all deductible. I do too. If das ist sowieso schon mal eine gute Antwort, dass er sagt, er hofft, er kann es absetzen. Ja, gib mal eine Million weg, in der Hoffnung, es vielleicht später auch von der Steuer abzusetzen. It's not. Which, that is brutal. If it's not, I might have a GoFundMe. Ja genau, GoFundMe müsste er sich über so eine Crowdfunding-Plattform Geld einsammeln. Was übrigens auch ein großes Problem ist, wenn er 1 Million nicht absetzen kann, dann erhöht sich sein Gewinn ja um 1 Million Euro. Und um das dann auszugleichen, reicht es ja nicht, wenn er 1 Million Euro von einer Crowdfunding-Kampagne einsammelt, weil dieses Geld, was er über die Crowdfunding-Kampagne einsammelt, ja auch wieder versteuern müsste. Das heißt, er müsste eigentlich fast doppelt so viel über eine Crowdfunding-Kampagne einsammeln, um dann eventuell dieses Loch zu füllen. Coming up, but we'll see, because this year's taxes are coming up, and that's when it's gonna, I mean, like, millions of You're dollars. You're about to find yeah, out I'm gonna be, yeah, how bad you got it. Yeah, exactly. I mean, we have it all documented, we have receipts and stuff, but it's like... Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, und das ist natürlich nicht nur für Mr. Beast wichtig, dass das alles dokumentiert wird, und zwar wirklich bis ins kleinste Detail dokumentiert wird, weil das Finanzamt ist bei sowas natürlich sehr, sehr skeptisch. Und das ist vielleicht auch ein Lerneffekt für alle Content-Creator in Deutschland. Natürlich könnt ihr zum Beispiel auch Verlosungen machen, gar kein Problem. Es gibt immer mal wieder auch auf Instagram und auf YouTube größere Verlosungen, wo dann eine ganze Reihe von iPhones, iPads, MacBooks, PlayStation und so weiter verlost werden. Das könnt ihr machen. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass ihr dokumentiert, dass diese Dinge wirklich auch verschickt worden sind und idealerweise auch, dass sie erhalten worden sind. Deswegen haben übrigens auch die Influencer doppelt Probleme, die ihre Gewinnspiele nie auflösen. Einmal haben sie rechtliche Probleme, weil das nicht in Ordnung ist, aus rechtlichen Gründen. Und zweitens können sie dann natürlich das, was sie eigentlich verlosen wollten, auch nicht mehr von der Steuer absetzen. The hard part is like when I give my boys 100 grand to spend, like I just brought that up, that video up, mm-hmm. Who pays taxes on it, right? Yeah. Them? They can't pay taxes on it, so then I guess I have to pick well, it up. Alles ganz interessant. Also er hat immer ein Team. Das heißt, er hat eine Gruppe aus Leuten, mit denen er immer wieder Videos dreht. Das kennt man auch, wenn man seine Videos sieht. Da sind immer die gleichen Leute drin. Nicht immer, manchmal sind auch Zuschauer dabei, aber er hat so, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Leute, die immer irgendwie dabei sind. Das ist so sein Team, seine Mitarbeiter wahrscheinlich. Und wenn er jetzt sagt, naja, wenn ich den 100.000 Euro gebe, wer zahlt denn dann Steuern? Also 100.000 Euro gibt er seinen Mitarbeitern und die geben das dann aus. Und wer muss das denn jetzt irgendwie versteuern? Und da muss man sich natürlich ganz genau anschauen, in welchem Verhältnis stehen die zueinander. Sind das einfach nur Freunde? Ich vermute nicht, sondern das sind irgendwie Geschäftspartner. Aber sind das einfach Geschäftspartner, wo beide Seiten selbstständig sind? Oder sind das vielleicht Angestellte von ihm? Weil das hat alles Einfluss darauf, wie das steuerlich zu handhaben ist. Wenn das einfach nur Freunde sind und er seinen Freunden quasi Geld schenkt
was er ja machen kann. Jeder kann jedem Geld schenken. Dann fällt aber unter Umständen tatsächlich Schenkungssteuer an und die ist gar nicht mal so wahnsinnig niedrig. Denn es gibt zwar einige Freibeträge, was Schenkungssteuer betrifft, zum Beispiel bei Ehegatten, also Lebenspartner, Ehepartner von 500.000 Euro. Das heißt, einem Ehepartner kann man bis zu 500.000 Euro, zumindest in Deutschland, nach dem deutschen Steuerrecht schenken, bevor irgendwie Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer anfällt. Bei Kindern sind das 400.000 Euro. Wenn du mit Leuten aber gar nichts zu tun hast, also es sind einfach nur irgendwelche Freunde, mit denen du familiär gar keine Beziehungen hast, dann liegt die Grenze bei nur 20.000 Euro. Das heißt, du darfst Freunden nicht steuerfrei über 20.000 Euro schenken. Und wenn er jetzt hier sagt, naja, ich gebe meinen Freunden 100.000 Euro, dann wäre das in Deutschland zumindest ziemlich schnell steuerpflichtig, weil die 20.000 Euro ist ein Freibetrag, das heißt, darauf müsst ihr keine Steuern bezahlen, aber die restlichen 80.000 Euro, da müsst ihr Schenkungssteuer drauf bezahlen. Oder halt, besser gesagt, die Leute, die das Geld empfangen. Und das wäre in Deutschland in dem konkreten Fall 30%. Das heißt, ihr müsst auf die 80.000 Euro 30% Schenkungssteuer zahlen, was 30% von 80.000, 24.000 Euro sind. Das heißt, es ist nochmal 24.000 Euro, was da an Steuern zusätzlich anfällt. Und das müssen halt entweder ja, seine Freunde bezahlen oder aber er selbst. Da das in seinem Fall wahrscheinlich kein reiner privater Gefallen ist, weil das ja irgendwie seine Teammitglieder sind, seine Mitarbeiter sind und so weiter. Und die Leute und das Team erstellt ja Content. Also deren Hauptcontent ist es, absurd hohe, teure Preise an irgendwelche Leute zu geben oder Geld an irgendwelche Leute zu geben. Das heißt, wenn er den Mitarbeitern oder auch selbst den Freunden Geld gibt, damit die das weiterverteilen und daraus Content erstellen, dann ist das Geld ja, ich will nicht sagen Requisite, aber eine Art von Requisite. Also der Content entsteht ja dann nur wegen dem Geld und dadurch wird das Ganze natürlich eine Geschäftsbeziehung. Gerade wenn sie es dann ausgeben, dann ist das halt einfach eine Geschäftsbeziehung. Und dann müssen natürlich seine Freunde oder er darauf keine Steuern bezahlen. Aber der, der es ganz am Ende bekommt oder die Anschaffung, da muss man sich dann schon die Frage stellen, ob das jetzt irgendwie steuerpflichtig ist. Wenn seine Freunde oder seine Mitarbeiter, ich sag mal, er sagt die Boys, also wenn die das Geld einfach privat ausgeben dürfen, das heißt, die müssen es nicht dokumentieren, sie müssen kein Content draus erstellen, die bekommen einfach, weil das letzte Video so gut gelaufen ist, einfach 100.000 Euro von MrBeast in die Hand gedrückt und die können dann anschließend privat machen, was sie wollen damit. Dann ist es halt entweder privat ein Geschenk, was ich nicht glaube, weil die arbeiten auch zusammen, das heißt, entweder sind das Freelancer, die ihm Rechnungen schreiben, dann wäre das quasi eine Art Bonus und dann ist das bei denen, also bei seinen Mitarbeitern, bei seinem Team, jeweils eine Betriebseinnahme, die auch voll versteuert werden müsste. In Deutschland wäre das dann sowohl die Umsatzsteuer als auch die Einkommensteuer und auch die Gewerbesteuer. Das heißt, darauf fällt einfach die komplette Steuerlast an. Wenn das Mitarbeiter sind, also mit einem Arbeitsverhältnis, dann müssten sie darauf auch eindeutig Steuern bezahlen. Dann zahlen die aber keine Umsatzsteuer, dann haben sie ja monatlich eine Gehaltsabrechnung und dann steht halt in einem Monat einfach plus 100.000 Euro Bonus und dann müsste das im Rahmen der Gehaltsabrechnung tatsächlich versteuert werden, was ehrlicherweise ziemlich viel ist, weil dann steigt ja nicht nur die Steuer, sondern auch die Sozialversicherung. Ich habe schon erwähnt, in den USA mag das vielleicht ein bisschen anders sein, aber in Deutschland wäre das tatsächlich so. Dieses Geld komplett steuerfrei auf seine Leute zu übertragen, ist nahezu unmöglich. Ich würde mal sagen, zwischen der Geschäftsbeziehung ist es nur möglich, die Steuer zu vermeiden, wenn das Geld eigentlich nur genutzt wird, um Content zu produzieren. Aber dann müsste unter Umständen die Person, die ganz am Ende das Geld erhält oder einen Gegenstand erhält, einen Wert erhält, darauf tatsächlich Steuern zahlen. But it's not, I gave away the money, so it's like, it's rough. If I was your accountant and I'm not at all... They all tell me. Es ist ganz witzig. Er ist schon mal nicht der Buchhalter. Ich natürlich auch nicht. Aber das stelle ich mir wirklich abenteuerlich vor. Ich glaube, das ist ein weltweit sehr einmaliger Job für MrBeast, die Buchhaltung und die Steuererklärung zu machen. Und man hat wahrscheinlich Gespräche mit den Finanzbehörden oder dem Finanzamt, die sonst wahrscheinlich nie irgendeiner auf dieser Welt hat. Stelle ich mir tatsächlich persönlich super interessant vor. Ja, weil es einfach auch so unwirklich ist. I mean, just throw the taxes on by boys, but like, that's kind of shitty. They tell you don't, they tell you what? Like, someone has to pay taxes if yes. I give away money. Either if you say, and you're in the video, you're like, here's $40,000. Someone has to pay taxes on that. Yeah, exactly. Oh, either me or them, for the most part. So I don't know how that's going to go. And that's even like if you go give like a homeless dude a house. Is there tax implications on that? Yeah, I'm pretty sure. Ja, und das ist das riesengroße Problem. Das ist in Deutschland tatsächlich übrigens genauso. Wenn er und solche Videos macht, wenn er irgendeinem Obdachlosen quasi ein Haus gibt und dieses Haus hat einen Wert von 500.000 Euro, dann muss tatsächlich, weil das ja videomäßig dokumentiert wurde, dann gilt das nicht als Geschenk. Also das ist keine Schenkungssteuer oder sowas, sondern dieser Obdachlose hat dann an einer Videoproduktion teilgenommen. Zugegebenermaßen ist er sehr, sehr gut bezahlt worden, weil er natürlich ein Haus bekommen hat im Wert von 500.000 Euro. Aber er muss tatsächlich auf dieses Einkommen Steuern bezahlen. Und wenn wir da von einem Steuersatz von 30% ausgehen, dann kann es sein, dass da ein Obdachloser war, der hat ein Haus
für eine halbe Million Euro und jetzt muss er darauf Steuern bezahlen, 30%. Das heißt, er muss jetzt ans Finanzamt 150.000 Euro überweisen. Das wird er nicht haben, weil sonst wäre er nicht obdachlos gewesen. Das heißt, er hat jetzt ein Haus, hat aber Steuerschulden in Höhe von 150.000 Euro, kann bzw. muss das Haus dann direkt wieder verkaufen, um die Steuern zu bezahlen und ist gleich wieder obdachlos. Na klar, unterm Strich hat er immer noch einen Gewinn erzielt quasi, weil er ja am Ende immer noch, wenn er das Haus für 500.000 Euro verkauft, immer noch 500.000 minus die Steuerschuld in Höhe von 150.000, also immer noch 350.000 Euro Gewinn gemacht hat. Und dann könnte er sich vielleicht ein günstigeres, kleineres Haus davon holen. Aber es ist natürlich ein Riesenaufwand für etwas, wo Mr. Beast sich einfach überlegt hat, naja, ich tue mal was Gutes. Und die gleiche Frage hatte ich übrigens auch bei den Augen-OPs. Er hat es für 1.000 Menschen Augen-OPs bezahlt. Ich habe keine Ahnung, wie teuer diese OP ist. Ist wahrscheinlich auch regional unterschiedlich. Aber wie ist das denn da? Wenn ich für jemanden eine Augen-OP bezahle und die kostet 20.000 Euro und ich dokumentiere das in einem Video, dann ist das auch steuerpflichtig. Und wenn wir da auch bei 30% bleiben, dann müssen diese Leute, die sich vorher keine Augen-OP leisten konnten und jetzt die Rechnung bezahlt bekommen haben von Mr. Beast, müssten ja auf dieses Geschenk, auf diese Art der Bezahlung, also eine Bezahlung, ein Einnahmen in Geldeswert, so steht das im Gesetz, Geldeswert, müssen darauf ja Steuern bezahlen. Und bei einer 20.000 Euro OP und 30% Steuersatz müssten die ja 6.000 Euro zahlen. Das führt immer noch dazu, dass es deutlich günstiger ist, weil sie müssen statt 20.000 Euro für die Operation jetzt 6.000 Euro für die Steuer bezahlen. Aber auch das ist ja nicht wenig. Ist übrigens zusätzlich noch super kompliziert, weil er diesen Fall natürlich nicht nur in den USA gemacht hat, sondern in ganz vielen Ländern unterwegs war. Also ich weiß nicht mehr genau in welchen Ländern, aber er war in Namibia, er war in Vietnam und so weiter. Das heißt, er war wirklich weltweit unterwegs. Und auch da habe ich mir gefragt, wie ist das wohl steuerlich? Der muss eine ganze Reihe an Buchhaltern und Rechtsanwälten haben. Diese ganzen Vertragsbeziehungen. Ich meine, nur für dieses Video müssen ja unterm Strich 1.000 Verträge gemacht worden sein. Für diese ganzen Leute, wo alle das unterschrieben haben, wer zahlt die Steuern und so weiter, stelle ich mir unfassbar aufwendig vor und das vergisst man so, wenn man sich in 8 Minuten in so ein Mr. Beast Video vertieft, was vollkommen überpaced und schnell ist und so viele Eindrücke auf einen einprasseln, vergisst man, wie viel bürokratischer Aufwand da im Hintergrund ist. Das ist absoluter Wahnsinn. Oh, fuck. Yeah. So it's like, it's getting, yeah. People don't think about that. Yeah, I know. People I need know. To know about that. Well, we're gonna find out when this tax season happens. Ist natürlich ganz witzig. Ich glaube nicht, dass er so ahnungslos ist, wie er das ist. Ich glaube nicht, dass er hier 2-3-stellige Millionenbeträge in seinem ganzen Kanal aus dem Fenster gepustet hat, ohne vorher genau zu wissen, wie sich das verhält. Das glaube ich ihm tatsächlich nicht. Er gilt auch als der erste YouTube-Milliardär. Also seine Bewertung von seinem Unternehmen liegt im Milliardenbereich. Deswegen ist es ganz, ganz nett und ganz witzig, wie er so ahnungslos tut. Ich glaube, das nehme ich ihm nicht ganz ab. Is this gonna be your craziest, like, tax? Yeah, of course. Yeah, last year was stupid, the amount of money we spent. I mean, like, someone's like 500 grand on videos. So. Das ist krass, das Video ist schon ein bisschen älter, aber wie sagt er jetzt, ja, wenn er für eine Videoproduktion, für ein YouTube-Video eine 500.000 Euro ausgibt, das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Auf der anderen Seite verdient er halt noch mehr mit diesem Video. It's gonna be dumb. Mm-hmm. I don't know how it's gonna go. I wasn't really, so like game shows, if you win a car, I didn't know this, but apparently right after the game show, they have you sign a document where you say like, you're gonna pay the $8,000 tax on it mm-hmm. or you forfeit the prize. Exactly. Like you don't even get it yeah. at all. Yeah. Like they don't even give it to you to sell. For real? Yeah, like you either. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört. Das heißt, wenn du im Fernsehen in so einer Game Show teilnimmst und du gewinnst einen Sachpreis, musst du, ähnlich wie ich erzählt habe, du musst halt auch auf der Augen-OP oder auf der Obdachlose für sein Haus, musst du darauf Steuern bezahlen. Das heißt, wenn du da ein Auto gewinnst, 50.000 Euro, musst du das versteuern, auch in Deutschland. Wenn du da in irgendeiner Fernsehsendung teilnimmst und da ein Auto gewinnst als Teilnehmer, dann musst du das versteuern. Und er sagt ja jetzt, das ist offensichtlich in den USA so, ich weiß nicht, ob das überall so ist, dass du tatsächlich bei den Fernsehsendern unterschreiben musst, du zahlst die Steuern. Weil wenn du da ein Auto gewinnst, musst du halt mit deinem Steuersatz darauf Steuern bezahlen, auf diese 50.000 Euro. Klar, du hast ein Auto, was mehr wert ist, aber diese Steuern musst du halt trotzdem bezahlen. Das ist nicht kostenlos. Und er sagt jetzt hier, wenn man das nicht unterschreibt und bestätigt dem Sender, weil im Zweifel kommt wahrscheinlich das Finanzamt zum Sender und macht die haftbar, dann gibt es tatsächlich Probleme und dann kriegst du den Preis einfach gar nicht. Pay taxes or not? Because I talked to someone who was on a game show and he won a prize and didn't even get to keep it. Wow. Yeah, oh, I always wondered that about. Und was ganz interessant ist, was er eben gesagt hat, was bin ich darauf eingegangen, dass du den Preis nicht mal mitnehmen darfst, um ihn dann zu verkaufen, um dann davon die Steuern zu bezahlen. Und das finde ich ganz schön krass, weil je teurer der Preis ist, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute die Steuern gar nicht bezahlen kann. Das heißt, wenn ich für 1 Million Euro ein Haus gewinnen würde in der Game Show im Fernsehen, ist die Chance ja wirklich riesengroß, dass die Leute diesen Preis gar nicht mitnehmen, weil du müsstest ja diese 1 Million Euro erstmal versteuern. Und du darfst das Haus nicht mitnehmen, dann verkaufen und dann die Steuern bezahlen. Das ist schon echt Wahnsinn. Und ja,
kritisch, würde ich mal sagen. Ist übrigens bei Mr. Beast anders, da komme ich gleich nochmal darauf. Das verhält sich bei ihm tatsächlich ein bisschen anders. Er gibt tatsächlich diese, ich würde mal sagen, Sachgewinne an die Leute weiter und die können das dann verkaufen und davon dann die Steuern bezahlen. Da gibt es ein Beispiel, vielleicht gucken wir uns das einfach ganz direkt einmal an. Und zwar einer aus seinem Team tatsächlich, Chandler, der hat eine, wie soll es auch anders sein, Privatinsel gewonnen in einem Video und die hat den Wert von 800.000 Euro und der hat ein Update gegeben, weil ganz viele Leute ihn gefragt haben, was ist mit der Insel, was machst du denn damit jetzt und so weiter. Und da ist er kurz drauf eingegangen. Also das ist Chandler, das ist einer von den Boys von Mr. Beast, also aus dem Team. Guys, update from the island. Only reason I couldn't keep the island, guys, I couldn't keep it, is because of taxes. The government will make you pay taxes on something you could get for free. And I didn't have hundreds of thousands of dollars to pay on taxes. So I had to sell the island, which sucks because I loved having an island. Like, ja, okay, ist ganz nett, eine Insel vielleicht zu haben, aber ganz ehrlich, so rein für den praktischen Gebrauch. Was soll ein Normalsterblicher mit einer Privatinsel? But I sold it, I covered the taxes with the money, and I got some. So that's nice, but it just sucks I couldn't keep it because of taxes. But thanks to Jimmy for the island, and it all worked out. I got a little bit of money, and we got a great video, so I love you. Er sagt, okay, er hat ein bisschen Geld am Ende dabei rumgekommen und wir hatten ein nettes Video. Ist natürlich so richtig. Aber hier sieht man, dass Mr. Beast das nicht macht, wie diese ganzen Game-Shows, die quasi dich dazu nötigen, die Steuern zu bezahlen, bevor du den Preis bekommst oder das zu bestätigen und dir sonst den Preis gar nicht geben. Das heißt, Mr. Beast macht das offensichtlich anders. Bei der Insel von Chandler ging es, glaube ich, um 800.000 Euro. Das heißt, er hat eine Insel bekommen im Wert von 800.000 Euro und musste dann halt auf die 800.000 Euro Steuern bezahlen. Ich rechne jetzt immer mit 30%. Ich möchte es hier an dieser Stelle nur wichtig sagen, das musst du mit deinem persönlichen individuellen Steuersatz oder in Deutschland müsstest du das mit deinem persönlichen individuellen Steuersatz versteuern. Das heißt, es könnten auch 10% sein, es könnten auch 40 oder 45% sein. Tendenziell wird das eher ein bisschen mehr sein, weil 800.000 Euro in einem Jahr an Einnahmen zu haben, sorgt natürlich dafür, dass du nicht in den niedrigen Steuersätzen bist, sondern eher in den ganz hohen Steuersätzen. Das heißt, wenn wir mit 30% rechnen, musste Chandler für diese Insel 30% von 800.000 Euro Steuern bezahlen, also 240.000 Euro. Und die hat er halt nicht gehabt. Das heißt, er hat die Insel genommen, hat die Insel verkauft, vielleicht für 800.000 Euro, wäre ihm zu gönnen, hat dann davon die Steuern bezahlt, 240.000 Euro. Unterm Strich blieben ihm dann 800.000 Euro minus 240.000 Euro Steuern, 560.000 Euro nach Steuern, was natürlich auch trotzdem noch ein wahnsinnig guter Gewinn ist. Deswegen scheint er da jetzt auch kein böses Blut zu haben, weil ich meine, er hat mehr als eine halbe Million Euro mehr als vorher. You win a $100,000 vacation. Well, you're like, yeah. Exactly, it's more like a vacation. You owe us $50,000. Yeah. So I think that's why they do vacations, because you can't liquidate it. Mm-hmm. So then most people don't even take the prize. So are you fucking... Das ist super. Ich würde mal sagen asozial, also von den Fernsehsendern. Er sagt ja jetzt, naja, ganz häufig ist eine Traumreise der Preis, weil du die nicht verkaufen kannst, weil die personalisiert ist. Das heißt, eine Insel oder ein Haus oder ein Auto kannst du ja einfach verkaufen. Gut, eine Insel wird wahrscheinlich nicht ganz so häufig gehandelt wie so ein Auto, aber eine Reise, die personalisiert auf dich ist, die kannst du halt nicht einfach verkaufen, weil die in Zweifel an feste Daten gebunden ist und auf deinen Namen gebunden ist und so weiter. Und on top ist das natürlich auch extrem krass. Das klingt vielleicht schön, so 20.000 Euro Urlaub auf den Malediven. Naja, und du musst bedenken, du zahlst auch aber trotzdem Steuern. Das ist kein kostenloser Urlaub. Das heißt, wenn wir da auch einen Steuersatz von 30% annehmen, dann zahlst du für den Urlaub am Ende ja trotzdem statt die 20.000 Euro 6.000 Euro. Und vielleicht ist das etwas, was du sonst auch gar nie für den Urlaub ausgegeben hättest oder generell für Urlaub. Das heißt, du bekommst zwar einen sehr schönen Urlaub, aber der ist alles andere als geschenkt, wenn du ihn so gewinnst. Und Mr. Beast sagt es hier gerade, naja, sie nehmen ganz bewusst Reisen, weil sie wissen, dass da der Prozentsatz der Leute, die diesen Preis nie in Anspruch nehmen, besonders groß ist. Und das ist ehrlicherweise schon, das ist schon sehr shady, um es mal so zu sagen. All right, I don't know if most people don't, but that's like, crazy. They have to. Yeah. Yeah, so that's where it makes things a little weird on me, because like, you know, if I make them pay taxes on stuff, then I look like a piece of shit. But if I pay taxes on it, on something that's already not really profitable. Well, hold on. There's, yeah. I don't think so, yeah. Because it's really, when we're talking about your staffers. Yeah. Okay, well, other besides them. So your staffers should pay tax, because for them it's like a bonus. Yeah. Yes. Now, ja, genau, sagen sie, wenn seine Mitarbeiter Geld bekommen, sollen sie auch Steuern bezahlen. So ist das. So ist das auch in Deutschland, wenn du ein ganz normales Arbeitsverhältnis hast, keine Ahnung, verdienst 5.000 Euro Gehalt im Monat und dann hast du einen Bonus, warum auch immer, von 100.000 Euro in einem Monat, dann hast du in diesem einen Monat halt ein Bruttogehalt von 105.000 Euro und dann wird die komplette Berechnung der Lohnsteuer, Sozialversicherung und so weiter einfach auf die 105.000 Euro berechnet. Dann ist dein Steuersatz natürlich sehr, sehr hoch und deine Abzüge prozentual auch natürlich deutlich mehr, aber dann wird das ganz normal auf die Gehaltsabrechnung gepackt.
verpackt und dann werden darauf Steuern bezahlt. Das ist vollkommen normal so und ich gehe davon aus, dass es in den USA genauso ist und das klingt ja bei denen auch so, als wenn das so vollkommen üblich wäre. We're talking about like, here you go up to a waitress and you give her $30,000. Even then, like that one, they would pay taxes. It's a little more messy when I give someone a car. Well, I guess they have to claim that. That one's an easy one. Yeah. It's more like, literally, like I gave like a six car. Cars. And so like, who pays taxes on these like 40? Solche Videos gibt's übrigens, wo eine einzelne Person dann sechs Autos gewinnt. Be giving my 40 million subscriber all 40 of these cars. Kannst du auch dich dann da fragen, was soll eine Einzelperson mit sechs Autos? Aber die Frage stellt sich auch bei einer Insel, ehrlicherweise. Aber bei sechs Autos ist vielleicht relativ smart, weil wenn du dann ein Drittel Steuersatz hast, dann verkaufst du einfach zwei Autos und zahlst mit den zwei Autos die Steuern für die anderen vier oder für alle sechs halt entsprechend. Er spricht hier schon ein bisschen an, da gibt's auch noch ein anderes Video, das habe ich auch gefunden, wo sie erklären, wie sie den Umgang machen, also wie sie bei den Teilnehmern, den Zuschauern, die in MrBeast Videos aufteilen, wie sie das mit der Steuer machen. Und er spricht das gerade so ein bisschen an. Bei Geld ist das Problem ja gar nicht so groß. Wenn jemand 50.000 Euro gewinnt, dann kannst du einfach einen Teil des Geldes nehmen und das an das Finanzamt überweisen und dann hast du gar kein Problem. Also ich meine 50.000 Euro, 40%, 30% Steuern, dann zahlst du halt 15.000 bis 20.000 Euro von dem Geld einfach, zahlst ans Finanzamt und fein ist. Immer wenn du Sachgewinne hast, wird das Ganze halt kompliziert, weil dann müssen diese Sachgewinne ja verkauft werden. Und es ist jetzt bei weitem nicht so, dass du in der Regel das verkaufen kannst. Ich meine, auch bei einem Auto. Wenn du ein neues Auto bekommst und das auf dich angemeldet ist und du es dann verkaufst, ist es danach ein Gebrauchtwagen. Ist halt kein Neuwagen mehr. Das heißt, du bekommst nie den originären, ursprünglichen Wert wieder zurück. Das heißt, du wirst das in der Regel immer unterm Wert und unterm eigentlichen Preis verkaufen müssen, wirst aber trotzdem die gesamte Steuer bezahlen müssen auf den eigentlichen Wert. 30, I wonder if there's not room for an argument that it's just a tax deduction for you because it's part of your it's kind of like ja gut, er sagt doch hier, gibt's nicht einen Weg, dass MrBeast das absetzen kann. Ja, absolut. Also MrBeast kann das absetzen. Bei ihm ist nur wichtig, dass das ganz sauber dokumentiert. Aber der Empfänger oder die Empfängerin, die müssen halt drauf Steuern bezahlen, weil das für die dann Einkommen ist. Okay, an expense. Yeah, it's an expense of doing business. Ja, das ist 100% klar. Das gilt auch übrigens für euch alle, falls ihr irgendwann mal also Content Creator macht und so, ihr könnt Geschenke rausgeben. Ich glaube, in Deutschland macht gerade Mois auch einige solche Videos, wo er Geld weggibt und so weiter. Es muss halt einfach sauber dokumentiert werden. Aber natürlich kann er das Geld und den Wert, den er da weggibt, das kann er von der Steuer absetzen. I'm pretty sure someone has. I didn't you need know a, all I hope you have a slick accountant. Yeah. Ja, da geht es jetzt um die Buchhalter. Und tatsächlich habe ich ein Interview gefunden, wo ein Teammitglied von MrBeast dazu interviewt wurde, wie die das mit der Steuer genau machen. Also wie sie bei welchen Preisen umgehen. Im Team MrBeast. Nicht irgendwelche Fernsehsendungen, sondern speziell jetzt in seinem Team. Und das fand ich auch ganz interessant. Geht nicht so besonders lang. Das schauen wir uns aber auch einmal an. How do taxes work? Because I'm so curious, if someone gets, let's say, $10,000 worth of a mystery box, are they claiming that or is Jimmy paying the tax? Also wichtig hier für alle Leute, die ihn nicht kennen, Jimmy ist MrBeast. Also das ist sein echter Name. A good question. So early on, we would pay most of the taxes. So if we would give away a car or something, we would always pay the taxes. Now, das ist ganz interessant. Er hat gesagt, früher haben wir immer die Steuern bezahlt. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass nicht sie die Steuern bezahlt haben, sondern dass sie quasi den Steuerbetrag on top auf den Gewinn gepackt haben. Weil das kann man ja machen. Wenn ich sage, hier der Gewinnpreis ist 100.000 Euro und ich kenne deinen Steuersatz und dann könnte ich ja das, was an Steuern gezahlt werden müsste, einfach oben drauf packen. Das sind in dem Fall übrigens nicht 30%, weil wenn sie 100.000 Euro verlosen, muss das ja das Netto sein. Also dann entsprechen halt die 100.000 Euro 70% und dann müsste das on top gepackt werden. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden 100.000 Euro geben möchte, würde ich ihm halt ja so knapp 150.000 geben und 150.000 davon dann 30% Steuern sind dann ungefähr 50.000, grob gerundet, und dann bleiben am Ende 100.000 übrig. Ich vermute sehr, sehr stark, dass sie es so gemacht haben und nicht die Steuern bezahlt haben. Zumindest wäre das in Deutschland so, dass derjenige, der das Geld bekommt, tatsächlich darauf Steuern bezahlen muss. Aber natürlich steht es vollkommen frei, den Leuten am Ende eigentlich mehr zu geben, damit die Person tatsächlich auch die Steuern bezahlen kann. So könnte man das zum Beispiel auch bei dem Beispiel, bei dem wir vorhin waren, bei dem Obdachlosen machen. Wenn der Obdachlose ein Haus bekommt im Wert von 500.000 Euro und ich nicht möchte, dass er das Haus sofort wieder verkaufen möchte, kann ich ihm ja on top nochmal Geld geben. Das heißt, ich könnte ihm ja das Haus im Wert von 500.000 geben und nochmal 250.000 Euro Cash. Und dann kann er mit den 250.000 Euro seine Steuern bezahlen und dann kann er das Haus behalten. It really depends on what we're giving away. But we're pretty good about having them fill out forms. Yeah. Especially on PayPal. So if we're giving away... Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Sagt er hier auch, das hat MrBeast auch gesagt, dokumentiert alles. Und wenn ihr in so einem ähnlichen Bereich aktiv seid und mal Sachen weggibt, dokumentiert euch wirklich tot. Also wirklich, das muss schriftlich nachweisbar sein und auch noch bis zu 10 Jahre. Wenn ihr selbstständig seid in Deutschland, müsst ihr eine 10-jährige Aufbewahrungsfrist. Das heißt, wenn das Finanzamt in 8 Jahren kommt und das nachvollziehen möchte, was da passiert ist, dann müsst ihr das nachweisen können und dann müsst ihr und der Finanzbeamte in der Lage sein, das nachzuvollziehen.
X amount of money on PayPal. We'll have them fill out a 1099 so they handle taxes on their end. But it's something that we actually used to take care of. And then we just like had a conversation about it. Like, hey, we probably shouldn't be paying taxes on everything we're giving away. Right. Because if you're giving away $1 million worth of stuff in that tax bracket, I mean, geez, you could be paying 30% of that just in tax on top of what you're giving away. Yeah. Ja, genau, sagt er, 30% ist ehrlicherweise nicht hundertprozentig exakt, weil wenn du 1 Million verschenken willst, reicht es halt nicht, wenn du 30% draufpackst, weil dann hast du 1,3 Millionen und wenn du darauf dann 30% Steuern bezahlst, hast du unterm Strich 390.000 Euro Steuern und dann hast du nicht 1 Million quasi netto nach Steuern verlost, sondern nur noch 910.000 Euro Prozentrechnung, Dreisatz und so weiter. Nicht so besonders wichtig, aber was er hier gleich sagt, ist, die haben einen Weg gefunden und die behandeln unterschiedliche Gewinne auch tatsächlich anders in der Auszahlung. Okay, so the $1 million video. Do you guys remember when they did the last take hand off like this giant thing of money and had $1 million in it. And in the video, Jimmy actually did like 2 minutes of meeting an accountant, talking about paying your taxes, talking about being like financially responsible, then meeting a financial advisor to set aside a certain amount of money for him. And so we actually talked about that in that video because you give away $1 million, 40-ish percent of that is gonna just go right to Uncle Sam. Das heißt, die machen es unterm Strich so, bei Sachpreisen zahlen sie die Steuer oder packen das nochmal jeweils oben drauf. Ich vermute sehr stark, dass sie bei diesem Augen-OP-Video das genauso gemacht haben. Dass sie halt die Augen-OP gezahlt haben, das hat einen gewissen Wert und on top nochmal einen Geldbetrag, damit sie auch die Steuern bezahlen können. Aber bei Geldbeträgen machen sie es nicht. Das heißt, bei Geldbeträgen gibt es einfach nur das Geld, in dem Beispiel 1 Million Euro, und dann muss halt derjenige, der das Geld bekommen hat, darauf Steuern bezahlen. Das sind dann 30%, 40%, 50% und dann behält man halt den Rest netto. Ist ja auch fair enough. Ich meine, es ist trotzdem ordentlich viel Geld und die Person wird sich trotzdem darüber freuen. Das Ganze wollte ich einmal teilen. Das ist auch so das, was ich dazu gefunden habe. Ich persönlich muss sagen, als jemand, der in der Steuerberatung arbeitet, finde ich diesen ganzen Case so wahnsinnig interessant, dass ich es unbedingt einmal teilen wollte und meine Gedankengänge dazu teilen wollte und so weiter. Ich hoffe, du fandest das ganze Video und diese Videos genauso interessant wie ich. Wenn du sonstige Vorschläge hast auch zu Videos und zu bestimmten Sachverhalten, auf die wir mal eingehen sollten, dann schreib sie uns auch gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn du selbstständig bist und einen Steuerberater brauchst, dann schau doch mal vorbei, denn wir erledigen dann gerne deine Buchhaltung und deine Steuererklärung. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir sehr, sehr gerne dabei, deine Millionen Euro, die du in irgendwelchen YouTube-Videos verschenkst, richtig in deiner Buchhaltung zu erfassen. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Du kannst aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.